Für dich, für euch ein spannendes Thema heute. Selbstprophezeiungen. Und was ist das? Es sind deine auf die Zukunft gerichtete Gedanken. Und du entscheidest. Wenn du meinst, du kannst es, dann wirst du es können. Wenn du meinst, du kannst es nicht, dann wirst du es nicht können. Aber du wirst auf jeden Fall Recht behalten. Und insofern ist es ganz wichtig, vertraue dir etwas auf deine Fähigkeiten, deine Kompetenzen und geh deinen Weg und prophezeie dir eine Zukunft, die dich glücklich macht. Ich bin Volkmar Stangier, ich bin Unternehmensberater, Fachbuchautor und Journalist. Und große Propheten waren Nostradamus, Celestine, aber wir kennen auch die Prophezeiungen der Maya-Kultur. Gott sei Dank sind diese Prophezeiungen, die schon vor vielen Jahren stattfanden, also vor hunderten von Jahren, sind oft in unsere Zeit nicht mehr so relevant, wie wir es damals lesen. Aber Bücher von diesen Propheten sind Bestseller im Markt geworden. Aber wir gehen zu deinen Prophezeiungen. Wie denkst du? Wie tickst du? Und es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Du kannst negative Prophezeiungen für dich haben. Das sind also auf die Zukunft gerichtete Gedanken. Oder du hast positive ausgerichtete Gedanken. Also negative sind zum Beispiel, und das kennst du auch, du kennst es vielleicht von dir selbst, von Freunden, von Bekannten. Ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Wenn einer Pech hat, so hat mal eine junge Frau gesagt, ich bin auf jeden Fall dabei. Also diese Prophezeiungen, dass ich etwas nicht schaffe oder etwas nicht zu Wege bringe oder was immer das auch bedeuten mag, das sind die Gedanken, die so etwas Prophetisches an sich haben und die natürlich, auch wenn wir sie oft genug praktizieren, nach ihrer Selbstverwirklichung schreien. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass du auch prüfst, was habe ich für Prophezeiungen, für negative Prophezeiungen. Ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, die hatten Ängste oder die Furcht, krank zu werden. Sie hatten die Furcht, irgendwann in Armut zu leben. Sie hatten die Furcht, dass ihre Beziehung auseinandergeht. Oder aber sie hatten Angst, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Aber wenn wir solche Gedanken haben, dann müssen wir uns bewusst machen, sicherlich kann sowas im Einzelfall auftreten. Die Vorausschau, dass mein ganzes Leben perfekt verläuft, ist natürlich schon etwas anmaßend. Aber ich kann trotzdem Vertrauen haben zu meinem Leben. Ich habe das Vertrauen, dass ich gesund bleibe. Ich habe das Vertrauen, dass ich meinen Arbeitsplatz behalte. Ich habe das Vertrauen, dass die Beziehung, die ich mit einem anderen Menschen habe, oder eine Beziehung auch mit Freunden und so weiter, dass die auch weiterhin gut sein wird. Dieses Vertrauen, das sind natürlich Gedanken, die wir auch nach außen hin tragen und natürlich die das Bedürfnis haben, sich zu verwirklichen. Also insofern sage dir einfach, ich bin fähig. Ich habe die Kraft und die Energie, einen guten Weg zu gehen. Ich werde immer einen guten Arbeitsplatz haben. Und wenn es Veränderungen gibt in meiner Arbeitswelt, dann werde ich mich darauf einstellen. Und ich werde im Vorfeld darüber nachdenken, was ich tun kann, wenn die Dinge auf mich zukommen. Also diese ganzen Dinge, die wir sehr oft latent in uns tragen, haben auch etwas mit meiner Grundhaltung zu tun. Freue ich mich, dass ich lebe? Freue ich mich, dass ich Arbeit habe? Freue ich mich, dass es Menschen gibt, die mich lieben und dass es Menschen gibt, die ich liebe? Alles das ist entscheidend, wie du Vorprophezeiungen für dich entwickeln kannst. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass du auch in deiner Richtung in Lösungen denkst oder dass du daran glaubst, dass sich die Dinge
auch dann, wenn sie gerade vielleicht nicht unbedingt ideal sind, sich zum Guten lösen. Und wir sprechen hier von dem Begriff Antizipation. Antizipation, um das mal an einem Beispiel zu interpretieren, wenn du in einer Firma arbeitest, wo du merkst, dass diese Firma große Marktchancen verpasst haben, dass das Management nicht in der Lage ist, dieses Unternehmen in eine Richtung zu führen, das Erfolg bedeutet, dass man angefangen hat, sich von Arbeitskräften zu trennen und du nicht die Sicherheit hast, ob du in Zukunft bei denen bist, die weiterhin in diesem Unternehmen tätig sein können, oder ob man sich auch von dir trennen wird. Dann ist Antizipation, dass du durchdenkst, dass du einfach mal überlegst, was habe ich in diesem Unternehmen gelernt? Was kann ich? Was sind meine Stärken? Was kann ich einem anderen Unternehmen anbieten, wenn eine solche Situation auf mich zukommt? Dass ich einfach im Vorfeld in Lösungen denke. Und dass ich auch mal überlege, was muss ich eventuell verändern? Und all diese Dinge, die sind entscheidend, dass ich auch positive Prophezeiungen für mich entwickle. Ich werde ein Leben in Glück verbringen. Ich werde ein Leben in Gesundheit und im Kreis von Freunden werde ich entwickeln können. Und alles, was damit zusammenhängt, das entscheidet letztendlich du mit deinen Gedanken. Und wenn du negativ denkst, dann hast du eine Botschaft an dein Unterbewusstsein. Und dein Unterbewusstsein ist objektiv, ist neutral. Wenn du ständig negative Prophezeiungen für dich entwickelst, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich werde in Armut leben und dieses oder jenes, dann sagt dein Unterbewusstsein nicht zu dir, lass das, hör auf mit diesem Blödsinn zu denken, entwickle ein anderes Gedankengut, entwickle deine Gedanken in eine Qualität, die Fortschritt bedeutet, die Kraft bedeuten und so weiter. Und dein Unterbewusstsein freut sich, wenn du in Lösungen denkst, wenn du daran glaubst, dass sich deine Zukunft auch positiv weiterentwickeln wirst, dass du die Chance bekommst, deine Fähigkeiten zu leben, deine Persönlichkeit stärker zu entfalten und letztendlich, dass du als eine Persönlichkeit auftrittst, die in seinem Umfeld Achtung und Anerkennung findet. Und daher nochmal meine Aufforderung an dich, ganz klar und deutlich, eliminiere deine negativen Prophezeiungen, baue auf, schreib sie dir auf, lerne sie, lese sie öfter durch, deine positiven Prophezeiungen, dass du in Zukunft in Freude, Glück und Erfolg leben wirst.